Hey ho Leute, hier sind wir wieder mit Everlong und diesmal erkunden wir den Raum hier fertig, auch wenn es uns an Items dann ein bisschen, ja, zehren wird, sage ich mal. Aber ansonsten, ja, wir hoffen mal, dass wir nicht auf so viele Gegner treffen, also auf Chimären hauptsächlich, da die ja ein bisschen sehr gefährlich sind. Öffnen wir mal die Truhe und hoffen, dass es keine Chimäre ist. Das war ja klar. Naja, schauen wir mal, wie wir die jetzt am besten wegkriegen, am effizientesten. Ah, was ist denn... Oh, ich hoffe, ihr habt die ganzen Störgeräusche gerade nicht gehört. Irgendwie habe ich hier ein Kabel ganz schön verzogen. Meredith darf zuerst. Na, klasse. Dann ziehen wir der Chimäre gerade mal MP weg. So. Das bringt, glaube ich, am meisten. Wir haben genug für Onslaught. Gut, das müssen wir einfach benutzen. Denn die Chimäre allein ist schon sehr gefährlich. Wir machen mal eine Earthquake. Na gut, dann können wir den Vampir umhauen. So. Dann sind wir jetzt wieder... Boah, ja. Wieder allein mit der Chimäre. Was ein Schaden. Was eine Geschwindigkeit. Komm schon, mein Freund. Bam. Item, so, was ist es? Ammoniak. Ammonia, so. Oh Mann. Gleich wieder ein Item. Zack. Meredith. Eieiei. Das Vieh ist einfach übel. Die Chimäre ist einfach übel. Und das kommt dann noch dazu. Dass sie sich selbst heilen kann. Naja, egal. Da muss halt eben der... Naja, der Fire Slash muss nicht ran, denn er kann noch zweimal den Mega-Angriff dann machen. Und das ist uns lieber. Na, machen wir mal. Wind. Viel Wind um... Ja, doch schon einiges. Ich meine, das Vieh ist wirklich imbar. So, da Justin. Wie viel hat denn der? Der kann noch zweimal das da. Jetzt sind wir bei 62. Da haben wir noch 25 übrig. Was? 19 haben wir übrig. Sorry, 25. Ich habe irgendwie 87 im Kopf gehabt. Zack. So, dann können wir nämlich das noch machen. Du verteidigst dich, Meredith. Das ist wichtig. Und mit Glenn, seinen Epikan, machen wir direkt einen Crit. Oder auch nur einen starken Hit. Ist alles, ist beides okay. Oh oh. Ich glaube, die Chimäre plant wieder so eine Vergeltungsattacke. Naja, egal. Aber Vetus MP würde mich langsam mal interessieren. Ich habe keine Ahnung, welchen Stand die erreicht haben. Naja, wenigstens gehen bei Justin die MP genau auf. Ja, komm, heil. Er hat noch... Boah Gott, nur noch 57. Boah. Ich hasse Chimären, die sind verdammt stark. Aber das macht das Spiel ja nur interessanter. Ja, das ist ja eigentlich... Es ärgert mich nicht, es beschäftigt mich im Moment natürlich, aber das macht natürlich ein Spiel für mich interessanter und besser, wenn es auch einen wirklich nagenden Schwierigkeitsgrad hat. Und die Chimären, die fahren wirklich harte Geschütze auf, also... Das ist nicht ohne. Guck sich das mal einer an. Die geht mir übel auf den Nerv. Puff. Headshot. Na, was geht mir echt auf den Nerv, wie die sich die ganze Zeit heilt? Oh, oh Mann. Haben wir noch was? Ja, wir haben keine MP mehr. Hör auf zu ragen, scheiß Chimäre. So, eine Heilung mal wieder. Oh Mann. Oh Mann, das ist ja nicht wahr. Dieses Mistvieh. Ich dachte, wir haben schon MP weggelutscht, aber das kann sich immer noch 10-mal heilen. Armer Veto. Das war zu viel. Verdammt, das war... Das war doof. Naja, egal. Veto wäre dann soweit am Ende. Also kriegt er eine Tinktur. Und ist bald tot.
Blute nicht aus, mein Freund. Halte durch. Komm schon, Meredith. Gut gemacht. Zack. Immerhin. Boah. So viel zum Thema. Greife an, komm. Habe ich eher erwartet, dass sie jetzt überlebt? Na, wir beleben wieder. Ich mag die Musik. So, Vitu lebt dann auch wieder. Und jetzt kannst du weg... wegkritten, Glenn. Da! Ey, das Vieh. Das hat's wirklich... faustig hinter den Ohren. Ach, Mann. Egal, dann muss ich wenigstens mal die Items benutzen. Das ist doch was. Zwar nicht gerne, aber... naja, wie eben gesagt, ne? Gehört dazu. Boah, geh kaputt! Scheiße dich, scheiß Chimäre! Jetzt hasse ich dich gleich noch mehr. Da! Toll, jetzt hat Meredith die EP nicht bekommen. Na, klasse! Ui, ist das ein tolles Kleid. Ui. Naja. Naja. Immerhin, ne? Ja, haben wir jetzt gespeichert? Ja, bestimmt. So. Skills. Zack. Cure. So. Dreck. Mann. Ich hätte... ach. Ich habe nicht erwartet, dass der krittet. Oder dass das Vieh jetzt stirbt. Ja, toll, jetzt hat sie 3000 EP verpennt. Wo sind wir denn jetzt? Das ist doch... da geht's nicht weiter, nein. Wir hatten ja in dem anderen... an dem anderen Gang schon dieses... neue... Täfelchen gehabt, wo immer erklärt, wie es weitergeht. Also was in dem Raum passiert. Aha. Hier geht's wieder runter, okay. Nein, wir sehen uns erst weiter hier oben um, danke. Aber da kommt bestimmt wieder die ein oder andere Chimäre auf uns zu, schätze ich mal. Na, da haben wir noch eine Truhe. Vitamine, okay, naja. Aber ich muss sagen, die Random-Kämpfe halten sich hier dann doch ziemlich... ziemlich in Grenzen, also... es ist nicht so, als müsste man alle zwei Schritte kämpfen, das ist sehr, sehr angenehm. Das wäre auch hier in dem Spiel derbe übertrieben. Eine rote Truhe. Na, klasse. Das erste Mal, dass ich mich nicht so freue. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank keine Chimäre. Ach ja. Na dann. Zensur auf den Wehrvampir. Auf den Wehrvampir. So. Au, au, au. Vampir... Kaskade auf den Werwolf, zack. Und zack. Oh, jetzt krittest du die ganze Zeit. Ja, ja, klar. Anstatt dass er die Chimäre wegkrittet. Nein, wir kritten so einen lächerlichen Werwolf weg. Typisch. So, und dann natzen wir den Rest so weg, falls noch irgendwas kommt, wo wir unseren... AOE brauchen könnten. Und die MP. Und Vetu hat, glaube ich, nicht einmal mit seiner Eiskeule getroffen bisher. Aber das passt schon. An diese Truhe zu kommen, ist ja jetzt echt nicht schwer. Ich meine, das hier sind wirklich Durchschnittsgegner und die stellen kaum eine Gefahr dar. Naja. Es gibt's doch nicht, Vetu. Triff doch mal. Ich will wenigstens sehen, wie viel Schaden du machen würdest, wenn du triffst. Das ist, weil ich jetzt davon angefangen habe. Jetzt will keiner mehr treffen. Naja. Können nicht alle so coole Haare haben wie Glenn, die dann die Fähigkeit steigern. So, jetzt hast du Solarstrahl eingesetzt, also musst du dich jetzt erstmal ausruhen. Oder war das nur beim Hyperstrahl so? War, glaube ich, nur beim Hyperstrahl so, ne? Magician Cape, okay.
Ja, das ist wahrscheinlich für dich. Okay, wir sind langsamer, haben weniger Verteidigung, aber 10 mehr Magie. Egal, nehmen wir. Aua. So. Das war das, dann haben wir nämlich hier alles abgesucht. Aber... nein, da kommen wir nicht dran an die andere Truhe dort. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, hier sind wir hochgekommen, oder? Nee, Moment. Hier waren wir doch auch schon mal. Nee, anscheinend nicht. So, nächste rote Truhe. Yes, Glück gehabt. Haha. Okay. Aber wir beschleunigen das Ganze dann doch ein bisschen. So, einmal der Onslaught. Zack. Und... ja, komm. So, das, ja, geht halt schneller. Und was gibt's jetzt? Flame Ribbon. Okay, das war falsch. Aber schauen wir mal rein. 600. Mhm. Oh yeah, 1000. Flurry. Power, Armor, Mental, Agility. Machen wir hier weiter so. So, was können wir dir denn bescheren? Wiederbeleben ist natürlich gut. Zensur, ja, das ist das. Osmose war auch ziemlich gut, also das lassen wir mal. Das hier beschützt uns wahrscheinlich vor den bestimmten Zaubern. Divine Favor können wir uns nicht leisten, naja. Dann bleibt sie dabei. 488. Okay, kriegst nix. nein, nicht quitten. So. Nö. Ja. Immerhin, ne? Aber sonst erstmal nichts. Na dann. Immerhin etwas freigeschaltet durchs Verklicken. Kann man auch mitleben. Irgendwas mit einer Ribbon. Ah, da. Flame Ribbon. Burning? Achso, Resistenz. Okay. Aber, naja, das ist uninteressant. Nee, da bleiben wir lieber bei unserem Zeug. So. Na dann. Frage ist, was haben wir... Da waren wir schon mal, da unten rechts. Und da oben links kamen wir, glaube ich, ursprünglich her. So. Hier haben wir... noch was vergessen. So. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und ich glaube, wir haben so ziemlich alles bis hier auf die Mitte. Bin ich jetzt wieder vorbeigerannt? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Da in die Mitte müssen wir ja. Denn da war dieser Raum, wo noch eine Truhe war. So. Moment, hä? Okay, wir haben eine Truhe verpennt irgendwie. Das finde ich ja uncool. So. Die war hier oben, glaube ich, in der Ecke. Ach, wir haben sie. Na gut, wir haben alles eingesammelt dann. Supidupi. Na, alles zu komplettieren, das hat was. Beziehungsweise alles einzusammeln und nichts zu vergessen. So. Da oben rechts, da waren wir doch schon. Da waren wir, glaube ich, ganz... am Anfang, ja. So, und hier geht's weiter. Light Patrols. Avoid the lights and reset movement. News. Alcoves. Also wir sollen die Lichter ausweichen. Also den Lichtern ausweichen und uns verstecken, damit sie uns nicht treffen.
Ganz simpel. Mhm. Zack. Okay. Aua. Nein, ich möchte nicht skippen. So. Ja, das passt, so. Hup. 10.000 Gold Pieces. Immerhin. Oh nein. Das habe ich ja jetzt irgendwie erwartet. Uah. Einmal? Zweimal. Yes. Das ist schon mal gute Ausbeute. Die Frage ist... Oh nein. Die waped uns. Beschiss. Geh weg. Geh aus meinem Gesicht. So. Da ist noch eine Truhe. Geht weg! Boah, das da war knapp. Moment, da ist eine Truhe? Hä? Moment. Wir sind doch überall lang. Hä? Gibt's hier unsichtbare Wege? Das ist jetzt aber... Hä? Ja, ja, ich verstehe, dass du mich vergewaltigen willst. So weit waren wir ja schon. Aber wie komme ich jetzt zu den Truhen in der Mitte? Jetzt bin ich stehen geblieben, das ist ungut. Geht weg, geht einfach weg. Boah. Hm. Wie komme ich jetzt da hin? Hä? Kann man von hier wieder runtergehen? Ansonsten verstehe ich das jetzt nicht. Okay, haben wir hier wieder den Sternenregen. Okay, wenn wir von dem Zeug getroffen werden, werden wir K.O. geschlagen und an den Anfang der Map zurückgeportet. Aber nicht drauf geachtet. Nein, ich will nichts skippen. So, dann gucken wir mal. So. Wow, zack! Rebirth, okay. Was macht Rebirth? Ah, das ist ein bisschen viel. Ah, da. Okay. Oh, das belebt die ganze Gruppe mit einigen HP wieder. Auch nicht schlecht. So, und hier wäre dann das mit der... Genau. Sind wir eigentlich in der... Lage dazu. Naja, eher nisch. Was? Falsch, das. So. Nein, nicht ein Journey. Wir wollen die Reise nicht beenden. Was? Okay, das hat man jetzt schon an der Musik gehört, dass da was Special-mäßiges kommt. Au. Au. Okay, ich hätte die Gruppe vor dem Kampf heilen sollen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Habt ihr ein bestimmtes Element? Nee. Okay, Ogre. Ach, wir zünden sie jetzt einfach mal an. Fangen wir mit den Doppelten an. So. Resonate Blade natürlich. Bam. Wie der Mad Ogre sich freut, das ist ja nicht normal. Ja, komm, Meredith. Oh. Das könnte es gerade noch reißen, dass wir nicht extra nach Purgatory zurück müssen. So, Flurry. Ein Single-Target-Ding, das ganz schön viel Schaden macht. Und das werden wir auch benutzen. Niedlich. Oh, der ist schon tot. Okay, so extrem viel hält der dann doch nicht aus. Mhm, der Schaden hält sich auch in Grenzen. Mach mal Dynamite. Sehr schön. Dann bleibt nur noch der Mad Ogre. So. Wir sind vorbereitet auf dich, Fettsack. Sieh's. Ach nö. Oh Menno, gerade Glenn. Warum Glenn? 441, schöne Zahl. So, jetzt werden wir wieder auf Full HP. Sweeping Blow, ouch. Komm schon, Glenn, befreie dich von deinen Fesseln. Ah.
Zensur. Ergreife dein Schwert und natz es um. Schön gemacht. 1700, okay. Okay. Ja. Ich frage mich, ob wir an diesem Punkt im Spiel schon jemanden haben könnten, der eine Axt als Hauptwaffe benutzen könnte. Da wir gerade so viele Äxte haben, also 3 Stück. Und ich jetzt irgendwas verkackt habe und uns deswegen dieser Charakter mit der Axtbenutzung entgangen ist. Wieder das Typische? Ja gut, wir sollen also ausweichen und da durchgehen, okay. Das kennen wir ja schon irgendwoher, ne? Nein, das war ein Feld zu weit, ups. Ich möchte nicht skippen. Mann, ich mag die Rätsel. Ich finde das sau cool, dass das so aufgebaut ist. Nun, das war ein bisschen knapper. Hier hatten wir das schon mal. Ja? Oh, okay. Speichern. Zack. Refreshen. Danke. Perfecto Mundo. Auf geht's. Not these soldiers again. Yes, is it as it is? From our inquiry, back we are, upset Venefigus was. Not want to play with you, said she. To kill you, we were ordered. Happy then will Venefigus be. Went upstairs, she did. Dispose of you, now we can. Good, my sword is eager to silence your prattling tongues. Wait, why are you too charged with service to this witch? And what reason did she set the forest village on fire? Your business to know it is not. Talk, we do not want to. Die now, you shall. Go, Arma. Go, Magus. Okay, also Arma greift wahrscheinlich physisch an und Magus mit Zaubern. Ja, das hört sich schon mal irgendwie logisch an. Was machen wir denn dann zuerst? Ach, machen wir einfach Zensur auf Arma. Hat getroffen, das ist schon mal sehr gut. Du machst jetzt der Flurry auf der Arma. Ich bin beeindruckt. Tornado hinterher. Okay, das macht nicht so viel Schaden wie erwartet oder erhofft. Okay, Arma sollte man mit Zaubern begegnen. Oder Fähigkeiten. Okay. Zensur. Yeah. Zensur ist gut. Nein, Quatsch. Hast du uns gebissen? Gibt's ja nicht, Drecksau. Diesmal probieren wir Kaskade. Das ist schon mehr, ja. Das ist schon besser. Das hat reingehauen. Zack. Eine Stange Dynamit mitten ins Gesicht. Na gut, der steht da noch drauf, so wie der redet. Hat er das nicht nur einmal abbekommen? So. Ey, ich dachte, Glenn ist jetzt als nächster dran, du blödes Mistvieh. Dann nochmal Flurry auf Arma. Hält ganz schön was aus. Was sagst du zu Lightning? Okay, das andere war besser. Unser Leben sieht noch ziemlich gut aus. Das heißt, wir zensieren Arma nochmal. Na. Dynamite. Ist ja nicht wahr. Das Vieh hat echt gut Leben. Okay, aber Schaden machen sie jetzt nicht wirklich so extrem viel. Deswegen lutschen wir uns jetzt nochmal ein paar MP. Okay. Blizzard. Na, Kaskade war besser. Au! Bist du ein Pokémon oder was war das gerade? Naja. Beleben wir mal wieder. Ja, yeah, diese Wiederbelebung ist Gold wert. Aua. Flurry.
hält wirklich ganz schön dreist viel aus. Was sagst du dazu? Okay, das andere war am besten. Meredith. Oh, das war knapp. Hätte er jetzt Meredith angegriffen, wäre sie wahrscheinlich umgefallen. So. Nochmal eine Stange Dynamit in den Bobbes gesteckt. Und? Na, diese Megamesser reichen doch nicht aus für sie. Ihn? Es? Na, das, da können wir doch einen Restore zaubern. Und das Effektive war Kaskade. Oder es war Luck. Egal, einer ist schon mal weg. Bleibt nur noch Magus. Haha, unser Int-Wert war wahrscheinlich höher als deiner. Oh, wie fies. Okay, dann machen wir aber dann wahrscheinlich mit Zaubern weniger Schaden, denke ich mal. Werden wir aber probieren. Okay, vielleicht war es auch einfach nur Pech. Zack. Und natzen. Und weiter natzen. Oh yeah. Ja, der Justin, der macht aber auch einen Schaden manchmal. Ich glaube, dem seine Crit-Rate ist auch ein bisschen höher. Was mich jetzt nicht wundern würde, wenn die beiden nach dem Kampf sich miteinander vereinen würden. Weil das hier ist ja eigentlich keine wirkliche Bossmusik, ne? Da kommt bestimmt noch was. Es wäre ja irgendwie typisch, wenn die sich vereinen. Kennt man ja aus einigen Spielen. Hauptsächlich, also, Paradebeispiel, haha, dem sein Int-Wert ist noch höher. Paradebeispiel, Legend of Zelda Ocarina of Time, der Wüstentempel mit den zwei alten Schrullen, die sich dann vereinen, Feuer und Eis oder was auch immer, die sich dann vereinen und halt eben beides machen und mit dem Spiegelschild muss man dann eben immer, ne, das eine auffangen und das andere zurück, auf das andere zurückwerfen, das war ganz cool. So, Zensur. Mahahaha. Da kommt noch was, die sind ja nicht mehr explodiert. Defeated we are, but we turn, we shall. Okay. Wo war die Explosion? Now that those jesters are out of the way, let us hurry to Venificus. The warlocks of the old ages aren't to be easily slain by mortals. Let's try and get a truth from this witch before provoking her. Powerful or not, we cannot quench in fear and spare her punishment. If Venificus plans more evil, we must put an end to the witch. I've never fought another Endless who can also cast black magic. What if she's stronger than me? That is why we have come here together, Master Vetu. Fighting as one, we can overcome this ancient sorceress. I just hope she can tell us of this cult we've been searching for. So far, there's no evidence of her presence in this tower. If this witch does not collaborate with them, why burn Silvavicus? Our only hope of answering that question awaits us on the roof. Na dann. Ja, wir werden direkt mit einer kleinen Heiermacherei erwartet. Nein, Quatsch. Mit einer roten Truhe voller Chimären. Oh, oh ja. Na klasse. Ein Vengeful Gargoyle und eine Chimäre. Ach du Schande. Oh. Das ist übel. Das ist echt übel. Verdammt! Wieso hat das keinen Effekt? Ich dachte, das wäre... Ach man, war das gut gegen Wasser? Gegen Stein? Ja. Mann, du blöder Gargoyle. So. Okay, unser AOE bringt nichts gegen den Gargoyle. Mist. Na, warum? Oh, gerade die zwei starken Mischmasch-Gegner. Warum kriegt das so viel Schaden? Was haben wir dem getan? Blutet das? Naja. Boah, okay. Fähigkeiten machen dem keinen Schaden. Also die Fähigkeit. Geh einfach drauf, Mistvieh. Aber Dynamit macht ihm Schaden. Ice Breath, okay. Das Mundgeruch, Mistvieh.
Aber Glens Spezialangriffe mit dem physischen Attribut, also mit dem Schwertattribut, machen dem Gargoyle keinen Schaden. Dann gehst du auf die Chimäre. So, Chimäre, so. Ach, regt euch ab, ihr Mistviecher. Haha! So. Da hält es sich wieder. Ja, komm.